Mist, da war noch einer. Dammit. Schade. Vor dem Hydranten wäre ich nämlich tatsächlich weggekommen. Und wenn wir jetzt vorne nicht nachlassen, dann sieht es sogar relativ gut für uns aus nochmal. Momentan ist hier hinten doch eigentlich so ziemlich alles blau. Deswegen springe ich mal nach vorne. Und versuche hier ein bisschen mein Team zu unterstützen. Erstmal hier ein bisschen einklecksen und dann Offensive wieder, denke ich mal. Ach Gott, dann geh doch aus dem Weg. Blödhammel. Steht mir der volle Kanne vor der Nase. Unfassbar. Der ist nicht gestorben, der Kerl. Wow. Wow, hey, wow. Das hier ist ein sehr großer Radius in dem... Geh mir aus dem Weg, Mann. So, aber ja, auf jeden Fall haben wir gewonnen. Ich weiß nicht, dieser Papo irgendwas stand mir zwar ein paar Mal im Weg. Das war ein bisschen stressig, aber... Ja, wir sind zurück auf gutem Weg zu dominanten Siegen. Von daher, ja, freut mich. Gucken, ob es so weitergeht. Oder ob Team Blau tatsächlich, Team Rot tatsächlich irgendwann mal hier noch zurückkommt. So, diesmal wird es auf dem Punkasius Skatepark sicherlich nicht einfach, denn das gegnerische Team Rot... Team Rote Edition ist ziemlich hoch gelevelt. Und ich ruckel schon wieder. Und dieser Papo ist mir schon wieder irgendwie vor der Linse. Wow! Wer? Von wo? Alter, dieser... Okay, das hier werden wir verlieren. Garantiert. Garantiere ich euch wirklich. Aber nicht verzagen, Kevin fragen. Wow. Leck! Das gibt's doch nicht! Ich meine, mir ruckelt das Spiel hier gerade ein bisschen, aber ich hab ihn... Ich hab ihn einfach nicht totgekriegt. Im Gegensatz dazu ehrlich relativ schnell. Aber gut, ich sterb in Splatoon. Ich sterb in Splatoon hier ohnehin zu schnell, das ist ja auch nichts Neues. Von daher sollte ich mich wahrscheinlich auch nicht auf One-on-Ones gegen andere einlassen. Das hat noch nie so wirklich funktioniert. Ich fass es nicht. Warum... Von ihm auch noch. Wie hat der mich denn mit dem Roller von da hinten, bitteschön? Ich verstehe... Das ist hier... Manchmal verstehe ich das Spiel nicht, wie ich in diesem Spiel so sterbe, wie ich sterbe. Aber
Ich meine, wie gesagt, dass wir hier gegen die verlieren, das wundert mich nicht. Das wundert mich absolut gar nicht. Aber manchmal wundere ich mich tatsächlich, wie ich hier sterbe. Siehst du schon wieder? Wie zum Geier hat der mich denn so schnell... Das gibt's doch nicht. Also alles in allem haben wir sie ganz schön fertig gemacht, was mich echt wundert. Aber die waren wahrscheinlich so damit beschäftigt, mich zu splatten, dass mein Team dafür alles einklecksen konnte. Unsere Gegner werden stärker, so rein vom Level her. Und ich warte eigentlich nur auf den Moment, in dem wir tatsächlich mal ein Match verlieren, aber ich werde auch ganz sicher nicht. Damit. Ich werde auch ganz sicher nicht drauf warten, dass ich hier erledigt werde. Nein, ich nehme die Zügel in die Hand und gucke, dass wir hier gewinnen. Wie gesagt, ich gehe jedes Match davon aus, dass wir mal verlieren, weil irgendwann müssen wir ja mal verlieren als blaues Team. Ich weiß, dass er da oben ist und er weiß, dass ich hier unten bin. Ah ja, genau. Wow, Mist, da war noch einer. Verdammt. Nee, okay, das reicht nicht. I did not know. Das... Gut, ich hätte es mir denken können, dass das nicht reicht. Aber, ich meine, hätte ja sein können, oder? Hätte doch wirklich sein können. Aber gut, wenn die Tore sowieso gerade geschlossen werden, dann kann ich mich auch hier hinten rumschleichen. Also gut, das heißt schleichen. Ich kann hier hinten rumgehen. Wow! Ja, immerhin habe ich ihn erwischt. Das ist momentan eigentlich wichtiger, dass ich ihn überhaupt erwischt habe. Oh, damit, ich wollte hier nicht runterfallen. Das ist ungünstig. Aber ja, das haben wir verloren. Aber definitiv. Gut, dann war es das an dieser Stelle von mir. Ich bin noch da. Ich bleib auch noch. Keine Sorge, es war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp ist, weil es sieht echt bedeutend rosaner aus, als die Prozentzahl, das mir so erzählt. Aber gut. Wie früher oder später hat es mal passieren müssen.
Ich habe generell das Gefühl, ich sollte momentan, da ich echt nicht auf meinem Hoch bin, weil ich bin echt nicht auf einem Hoch, würde ich vielleicht auch eher mal so sagen, dass ich da, ich sterbe. Ich sterbe einfach. Da ich momentan nicht auf einem Hoch bin, sollte ich meine Strategien etwas überdenken. Das Problem ist nur, dass ich nicht wirklich eine andere Strategie habe. Oder kann. Ja, ich... Was war das denn? Ich war nicht mal in der Tintenfischform, obwohl ich ZL gehalten habe. Was war das denn? Echt jetzt? Die verarscht mich doch. An dieser Stelle verarscht mich das Spiel doch einfach nur noch, oder? Mann. Abgesehen davon, dass meine Kamera ständig nach oben geht, was ich leicht irritierend finde. Ich habe meine Kamera in dem Match hier, glaube ich, schon dreimal korrigiert. Ja gut, es ist halt schwierig, wenn rundherum rosa Tinte ist, die tatsächlich noch zu sehen. Aber dafür, dass die Map hier mal komplett rosa war, muss ich schon sagen, sind wir ziemlich zurückgekommen. Aber gut, jetzt heißt es eben nicht nachlassen und vor allem nicht... Für mich heißt es nicht sterben. Wow. Alter, geh weg! Ja, er hat mich erwischt, diese blöde... Da! Diese Tintenfischform ist so lang. Die hält einfach so lange. Ah ja, das würde mich nicht wundern, wenn wir verloren haben, weil kaum sterbe ich, wird hier wieder alles rosa. Das gibt's doch nicht. Dabei habe ich gar nicht so viel gemacht. Oh Gott. Kein schönes Match das hier. Das war kein schönes Match. Das hat keinen Spaß gemacht. Stirb doch einfach! Mann, das gibt's doch nicht! Ah, natürlich, meine Verbindung ist nicht stabil. Deshalb stirbt er auch nicht. Oh, vielleicht muss ich es an dieser Stelle doch aufhören, weil meine Verbindung einfach keinen Bock mehr hat. Oder die Verbindung von... Ich weiß nicht, warum ich hier rausfliege. Meine Verbindung ist eigentlich stabil. Ich habe momentan wirklich ausnahmsweise mal keine Probleme mit dem Internet. Kommt selten vor. Wir haben Stufe 27, 25, 14 und 9, glaube ich. Und gegnerischen Team ist 20, 30, 50 und irgendwie sowas. Also auf jeden Fall kann ich euch jetzt schon sagen, dass wir das Match hier verlieren werden. Ich meine, klar, Level sagt nicht unbedingt was über Können aus. Das ist mir auch bewusst. Ich war auch mal in Level 1. Aber, ach komm schon! Oh Gott.
Ja, ich kann euch trotzdem ziemlich sicher sagen, dass wir das hier verlieren werden. Allein schon, weil meine Verbindung hier gerade irgendwie... Ich weiß nicht, es leckt wie Hölle. Was vielleicht auch... Vielleicht liegt es auch daran, dass... ich hier einfach niemanden mehr töten kann, sondern einfach immer selbst erwischt werde. Weil das Spiel die Treffer, die ich abkriege, natürlich zählt. Oder eventuell sogar mehr Treffer zählt, wie ich hier mitkriege, weil ich tatsächlich getroffen werde. Auf der anderen Seite denke ich immer, ich treffe die und treffe sie gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr an der Stelle sind. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich an meiner Internetverbindung liegt oder an der Internetverbindung von irgendjemandem in meinem Team. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass mein Internet im Moment keine Probleme macht. Aber ob Splatoon das auch so sieht oder die Wii U allgemein, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Das weiß man natürlich wirklich nicht. Kann natürlich auch sein, dass mein WLAN hier wirklich nicht so gut ist, wie ich denke. Gut, aber auf jeden Fall haben wir das gewonnen, was mich extrem überrascht. Hätte ich im Leben nicht vermutet. Aber gut, wie gesagt, Level ist halt echt nicht anders, aber hier 40, 40, 50, 16, King 27, 25, 14 und 9. Von daher, ja, sehr überraschend, sehr positiv überraschend an dieser Stelle, aber ich beschwere mich entsprechend natürlich auch nicht. Wow, wieder. Wow. Ich wurde von deren Base einfach zurückgeschleudert. Alter, wie fies. Okay, ich wusste, dass ich da nicht rein kann, aber dass sowas passiert,
waren wir jetzt tatsächlich auch, glaube ich, sogar neu. Was ist denn hier los? Hier ist nichts eingekleckst. Spielt mein Team hier mit? Weil es ist nicht so, als wenn auf der anderen Seite irgendwas blau wäre. Hier ist einfach nichts blau. Aber ja, mein Team hat nicht wirklich mitgespielt. Wenn ihr euch die Karte mal anguckt, ich habe auch keinen einzigen blauen Pfeil außerhalb meiner Basis gesehen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was mein Team gemacht hat, aber mitgespielt hat es auf jeden Fall nicht. Ja, nee, das hat wirklich nicht mitgespielt. Wow. Wow. Unfassbar. Was man auch daran sieht, dass bis auf... Ja gut, Kevin hat vielleicht auch noch mitgespielt das letzte Mal, das weiß ich. Ich meine, immerhin hat er einen Kill und 6 Tode. Ah ja, außer Kevin habe ich jetzt auch ein komplett anderes Team, was echt auch dafür spricht, dass einfach keiner mehr mitgemacht hat bei dem anderen. Kevin geht mir ein bisschen auf den Keks, was es zu mir angeht. Er soll halt alleine rumlaufen. Funktioniert doch. Wow, das habe ich nicht gesehen. Dammit. Mal abgesehen davon, dass in unserem Team scheinbar schon wieder keiner mitspielt. Beweg dich, Holzkopf. Es ist einfach schon wieder alles... Es ist alles rot.
Also wenn die erste Hälfte hier definitiv für Team Blau war, ist die zweite Hälfte hier definitiv für Team Rot. Was vielleicht auch daran liegt, dass aus meinem Team scheinbar keiner mehr Lust hat mitzuspielen. Wow, hey, hey, Alter. Das ist fies. Diese scheiß Krakenroller immer. Ich mag Krakenroller wirklich nicht. Oh ja, von unserem Team hat echt keiner mehr Bock mitzuspielen. Weil hier ist schon wieder alles rot. Ich weiß gar nicht, was ich 3 Minuten lang hier gemacht habe, weil scheinbar, so wie es aussieht, nichts. Ah ja, mal gucken. Ich glaube, ich höre wirklich gleich sowieso auf. Wie lange habe ich jetzt schon gespielt? 1,5 Stunden ungefähr. Nee, 1 Stunde nur. Gottes Willen. Kam mir länger vor.